Dann geht's jetzt auf zum ersten Rennen. Nanat nat, darat dat. Ja, komm. Hört mit dem Gelaber auf, ich will fahren. Es geht. Der Tipp, ich weiß nicht, ob man den wirklich gebrauchen kann. Aber, gut. Hier soll man sehr viel Geschwindigkeit aufnehmen, damit man schnell und gut hier rüberfliegen kann. Über den ach so breiten Lavastrom, aber der ist ja... Genau. Ist auch gut. So machen wir unseren Flieger erstmal kaputt. Die ganzen Items brauchen wir im Grunde genommen nicht. Dafür machen wir unser Fahrzeug Schrott. Eigentlich wollte ich euch ja zeigen, wie es aussieht, wenn man die anderen kaputt schießt. Darum werde ich das euch jetzt auch mal zeigen. Weil die werden hier dann gleich auch langkommen. Na komm schon, Leute. Es ist doch nicht so schwer. Hier, den Weg bin ich auch noch nie geflogen. Juhu! Unterführung. Da, 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 da. Guck mal, gerade mal 50... Hust. Hust. 50 km/h gerade mal drauf. Komm, überholen, überholen. So. Herzlichen Glückwunsch, du bist der Erste. Pets! So, dann nehmen wir das nächste auf. Juhu, das ist sogar eine Zielrakete. Auch toll. Ist das wieder Johnny Thunder oder was? Ja, ich sollte da jetzt mal reinfahren. So, also ich hab's jetzt auf Johnny Thunder abgesehen. Wo ist der? Macht uns alle kaputt. Ach Leute. Jetzt seid doch nicht so nervig. Nee. Hört auf rum zu nerven. Hier. Ich weiß zwar noch nicht genau, was das genau bringt, aber Mega Explosion. Ja, und Frames macht eine neue Datei und... Ja, klasse. Anscheinend ist das echt so eine Mega-Explosion. Und da habt ihr es schon gesehen. Einer hat schon sein Fahrzeug verloren und wir leider fast auch. Da! Da ist er! Und wir haben keine Haftung und... Uah. Wir verlieren auch fast unser Fahrzeug. Und die Musik ist lauter geworden. So, mach uns wieder ganz. Oh Gott, oh Gott. Gut, jetzt sind wir Erster. Haben Unsichtbarkeit, haben nichts mehr zu befürchten. Yep. Außer etwas Haftung, die uns fehlt. So. Jetzt habe ich euch eigentlich mal zeigen können, was die stärkste Waffe hier ist. Und wie es ist, wenn jemand sein Auto verliert. Sein Fahrzeug. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt eben einen Gleiter hatte. Oder doch was anderes. Peng! Die Steuerung ist schlimm. Vor allem, wie der manchmal so komisch slidet. Das war unsere schnellste Runde. Juhu! Und die Musik ist übelst laut, übelst laut. Warum habe ich das Gefühl, dass die Musik jetzt viel zu laut ist? Ach Gott. Jetzt ist die wieder angenehm. Aber weiter geht's mit dem nächsten Rennen.
Ja, Alien Verjünger, bla bla bla, Abkürzung irgendwo. Vielleicht findest du sie. Ja, wollen wir es hoffen? Die Abkürzungen sind wir schon gefahren, liebe Leute. Und das werde ich euch gleich auch wieder zeigen. Wir fahren nach links, weil links ist kürzer. Auch wenn wir da viel mehr rumpoltern. Rap. Und müssen hier haarscharf die Kurve nehmen. Ah, meine Güte. Zum Glück sind die anderen so schlecht. So. Hier ist die Abkürzung. Wie gesagt, die sind wir schon mal gefahren. Ach ja. Fällt mir gerade erst ein. Ihr habt ja gerade auch diese komischen Teile im Wasser gesehen, ne? Diese orange-roten. Ich finde, die sehen ziemlich so aus wie die Kristalle. Und die Frage ist jetzt eigentlich, warum haben die eigentlich mich nicht dahin geschickt, dass ich die Kristalle von dort aus sammle? Weil dort sind das ja... Eieiei! Keine Haftung! Autschia, wow! Weil dort sind die ja in Hülle und Fülle. Dort sind ja genügend da. Aber nein, ich muss die ja quer über die ganze Map suchen. Zzzup. Boah. Bang. Hier meine ich. Und das rockelt, es rockelt. Und, Hilfe. Wir sind wieder da. Froh und munter. Und sind wir wieder ganz? Sieht so aus. Oh, dieser Flieger ist süß. Yeah! Dieses Alien-Vieh wird nachher, glaube ich, noch recht wichtig. Weil, oh, diese Kurve hat's in sich. Dieses Alien-Vieh wird noch wichtig, weil das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, der Endgegner. Der Boss. Naja. Boah, diese Kurve ist schlimm, wenn man keine Haftung hat. Nein, nicht auf mich, nicht auf mich. Verdammt. Das trifft uns trotzdem. Was? Das... Ach so, der war gar nicht für uns bestimmt. Auch gut. Jetzt sind wir wieder ganz. Holla! Aber wir sind noch in der letzten Runde. Badadadam, babam. Juhu! 130 km/h. Yeah! Fast unter einer Minute geschafft. Aber nur fast. Das ist auch schon ziemlich demoliert. Aber wir fahren vor, denn die Musik ist wieder übelst laut und wir haben auch dieses Rennen geschafft. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele güldene Steine wir überhaupt schon alle haben. Aber das lässt sich ja schnell nachschauen. Wenn geladen ist, wir haben 18. Gut. Ab ins nächste Rennen. Ja. So, fahr am Anfang vorsichtig, da liegt eine Menge Zeugs von den Aliens im Weg. Ja, gut, weiter. Die reden mir zu lang. Tut mir leid, Leute. Aber ich habe keine Lust, mir das alles mal durchzulesen, vor allem wenn die so lang brauchen. Das stiehlt eine unnötige Zeit. Naja, wobei wir eigentlich ja diese gesamte Zeit wieder wettmachen mit unserer... Mit unserem ganzen Turbospiel hier. Wow. Ich merke aber auch jetzt, wie das Fahrzeug immer träger wird. Yep. Autsch. Okay, aber dieser Geschwindigkeitsverlust, den konnten wir auch etwas gebrauchen. Da sage ich deshalb auch gern mal vielen Dank.
Ach, und wir haben wieder massig Vorsprung. Bam, 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 bam. So, ab in die zweite Runde. Scheiße, das tat weh. So, jetzt eben etwas unsichtbar werden, damit wir gleich nicht getroffen werden, wenn wir in die Waschstraße einbiegen. So, das reicht, denke ich, fürs Erste. Oh, Mann, 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 Mann. Keine Haftung. Autsch. Uff, und das Fahrzeug ist schon halb Schrott. Auch gut. Und es ruckelt wieder. Nein, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Ah, okay. Ich glaube, ich habe gleich echt das Problem. Ich glaube, gleich habe ich echt das Problem, dass ich wohl zu Fuß laufen muss, wenn die mich so weiter abballern. Weil das war jetzt schon die zweite Rakete und wir sind schon fast wieder kaputt. Ah! Liebe Leute, ich darf jetzt nicht irgendwo antitschen. Eieieiei. So, unsichtbar. Und jetzt haben wir eigentlich genügend Zeit. So. Na, fehlt zwar noch einiges, damit wir wieder komplett sind. Aber das reicht so auch erstmal. Oh mein Gott, diese Steuerung. Aber selbst wenn wir jetzt abgeschossen werden, denke ich, schaffen wir das Rennen trotzdem noch. Selbst zu Fuß. Ba, ba, ba. Oh Mann. Wenn man keine Haftung hat, ist das halt eben schlimm. Und wenn man kein Schild hat, kann man wohl schneller Schrott gehen. Man sollte sich nicht wundern. Aber wir haben das Rennen jetzt auch geschafft. Der letzte ist vor uns. Yeah, da sind wir. Und haben das Rennen geschafft. Wir leuchten, oder? Leuchten? Ja, wir leuchten. Keiner kann uns sehen. Und die Musik ist wieder zu laut, zu laut, zu laut. So ist das viel angenehmer, so ist das viel schöner. Und so fahren wir ins letzte Rennen hinein.